Hallo, wir machen heute Müsli-Riegel selber. Bleibt dran! Ja, ich zeige euch heute das Rezept zu den Müsli-Riegel mit Haferflocken. Die sind zuckerfrei, vegan und wenn man glutenfreie Haferflocken nimmt, wenn einem das ganz wichtig ist, sogar komplett glutenfrei. Dazu brauchen wir, das sind erstmal die feuchten Zutaten, ein Glas Kichererbsen, abgetropft und abgespült, wenn ihr mögt. Dann braucht man einen pflanzlichen Drink. Ich habe jetzt Haferdrink genommen. Dann braucht man Zitronensaft, ein Nussmus eurer Wahl. Ich nehme jetzt wahrscheinlich das Mandelmus. Das habe ich die letzten Male auch genommen. Und dann braucht man noch Vanilleextrakt. Da gibt es flüssige. Ich habe jetzt hier eine gemahlene Vanille genommen. Ja, das ist eigentlich dann egal, was man da für einen Vanilleextrakt nimmt. Das könnt ihr auch nach eurem Geschmack machen. Dann wird das alles mal zusammengemixt und dann kommen die trockenen Zutaten dazu. Das sind nämlich die Haferflocken, der Zucker, dann noch Backpulver und Natron. Und ich habe jetzt hier eben zuckerfreie Schokotrops genommen. Man kann auch natürlich andere Schokolade nehmen, aber wenn man sie zuckerfrei haben will, dann muss man eben die, die Schokotrops von Zucker am besten nehmen, weil die sind eben vegan und zuckerfrei. So, jetzt kommen als erstes die Kichererbsen ins Glas. Das ist jetzt ein ganzes Glas. Das sind Abtropfgewicht 220 Gramm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es im Originalrezept ist, da waren es entweder mehr oder weniger, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, aber es funktioniert auch damit. Dann kommen 120 Milliliter pflanzliche Milch dazu, ein Esslöffel Zitronensaft und ein Esslöffel Nussmus. Und ein Teelöffel Vanilleextrakt. Jetzt wird das Ganze vermixt. Ich mache das heute mal mit dem Stabmixer. Ich mache das sonst immer mit unserem Thermomix-Ersatz. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ups. So sieht das jetzt aus. Also es muss wirklich eine gebundene Masse sein. Und es dürfen natürlich keine Kichererbsen mehr drin sein, weil ihr wollt dann nicht unbedingt auf Kichererbsen beißen. Wenn ihr eine Küchenmaschine habt, wie ein Thermomix oder KitchenAid oder sonst irgendwas, könnt ihr das natürlich auch da drin machen. Dann mixt ihr das einfach so lange, bis es dann eben auch so eine Masse entsteht. Ich wollte es jetzt nochmal mit dem Zauberstab machen oder wie das Ding auch immer heißt, weil nicht jeder hat eine Küchenmaschine. Jetzt kommen 180 Gramm Haferflocken dazu, 100 Gramm Zucker, ein Viertel Teelöffel Backpulver und ein Viertel Teelöffel Natron. Dann kommen noch zwei Drittel, das sind also ungefähr 90 Gramm, von den Schokodrops oder der zuckerfreien Schokolade kommen eben auch noch dann in den Teig. Und eigentlich gehört noch ein Viertel Teelöffel Salz da rein, das mache ich aber nicht. Und dann nochmal mixen. Bei der zweiten Mixrunde, wo die trockenen Zutaten drin sind, da seid ihr natürlich frei, wie viel ihr mixt. Ja, oder ob ihr das Ganze auch nur unterhebt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt die Haferflocken gerne bissfest haben oder dass man da noch richtig drauf beißt, dann hebt ihr es nur unter. Das heißt, ihr mixt gar nicht mehr, sondern rührt es nur. Oder ihr macht es halt so wie ich, dass ihr es halt relativ stark mixt. Wenn ihr jetzt eine stärkere Küchenmaschine habt, eben wie so ein Thermomix oder sowas, dann müsst ihr einfach auch gucken, wie stark ihr das dann mixt. Im Rezept steht 10 Sekunden, muss man einfach gucken, wie stark seine Küchenmaschine ist. Ne? So, der Teig ist jetzt relativ fest. Als ich den in der Küchenmaschine gemacht habe, war er flüssiger. Also es scheint einfach daran zu liegen, je nachdem, mit welchem Gerät man den verarbeitet, dass das eine unterschiedliche Konsistenz ist. Keine Sorgen machen, das funktioniert mit Sicherheit trotzdem. Ich habe das normalerweise in einer rechteckigen Auflaufform gemacht, die ungefähr 23 x 15 cm groß sein soll. Wir versuchen das jetzt aber mal in diesen Riegelformen, damit wir dann nachher dann auch wirklich gleich Riegel haben. Ich fülle das jetzt mal hier ein. So, wenn ihr dann fertig mit dem Füllen seid, könnt ihr dann noch, wenn ihr wollt, die Schokodrops, die restlichen 30 Gramm, dann hier oben drauf verteilen. Müsst ihr aber nicht, könnt auch was anderes drauf machen. Ihr habt da Haselnüsse, Kokosflocken, was weiß ich. Einfach noch so ein bisschen zur Verzierung. Und wer es auch gar nicht abwarten kann, die zu backen, zur Not kann man den Teig sogar roh essen, weil da ja nichts drin ist, was man nicht so roh auch essen könnte. Ne? Es sind ja nur Haferflocken, Nussmus, Kichererbsen und ja, Gewürze quasi. Also das Backpulver und das Natron ist jetzt vielleicht nicht so geil.
So, jetzt stellen wir das Ganze bei 180 Grad für circa 30 Minuten in den Backofen. So, die 30 Minuten sind um und wir holen das Ganze mal raus. So sehen die jetzt fertig aus und wir lassen die jetzt noch mal ein bisschen abkühlen, damit ich sie euch dann auch von innen zeigen kann. So, jetzt breche ich die mal auf. Boah, die sind immer noch ganz schön heiß. So sehen die jetzt von innen aus. Im Moment sind die eben noch sehr heiß. Dann ist es fast wie eher so ein Kuchen. Kann man auch super lecker als Frühstückskuchen essen. Die werden aber mit der Zeit, wenn sie eben abkühlen, werden sie auch fester. Und dann kann man sie auch schneiden und eben so als Müsli-Riegel dann mitnehmen. Das Rezept habe ich übrigens bei Pinterest gefunden, bei der Bloggerin Ella Vegan. Die hat ganz viele glutenfreie Rezepte. Und ja, könnt einfach ja bei ihr auch mal vorbeigucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!